Ganz klare Wahl, Damien. Das ist schwer. Wer wird am ehesten? Jungböcke Edition. Mit Emin Kujovic, Maxi Schmidt, Elias Bakadukanda, Maiko Weschenbach und Max Finkgräf. Also Jungs, ganz einfache Regeln. Wer würde am ehesten? Ich stelle euch eine These auf und ihr entscheidet, wer von euch sechs Jungböcken hier aus dem Trainingslager am ehesten darauf zutreffen würde. Ihr habt ungefähr 20 Sekunden Zeit und haltet dann eure Wahl hoch. Erste Frage: Wer würde am ehesten all seine Social Media Accounts löschen? Direkt fällt mir direkt ein. Ja. Safe. Also, ich sag mal so: Alle haben dich, Max, genommen, außer du selber. Echt? Warum? Gab's da eine Erklärung zu? Frag in die Runde. Warum? Wieso ist er nicht Social Media affin? Doch schon, aber ich glaube, von uns allen legt er am wenigsten Priorität darauf. Ich weiß nicht, du benutzt am wenigsten, habe ich das Gefühl. So. Ja, ja, ich poste jetzt nicht so viel. Aber ich finde auch, Elias postet nicht so viel. Deswegen habe ich Elias genommen. Was ist der beste Social Media Kanal in euren Augen? Ja. Emin Kujovic postet regelmäßig was in der Story. Ohne Frage. Also, Instagram ist ja dein Gebiet. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Wer würde am ehesten seine Haare rot färben? Nein. Was? Bist du doof? Emin Kujovic. Der hatte die schon mal blond, deswegen kann er die auch rot färben. Was hast du, Emin? Ja, ich glaube Max. Wunderbar. Schon wieder Max, okay? Scheint euer Favorit bisher zu sein. Der weiß ja selbst, was er mit den Haaren macht, deswegen vielleicht rot. Passt. Keine Ahnung. Es war wieder fünfmal Max in diesem Fall. Was? Mann. Okay, ich bin gespannt auf eure nächste Antwort. Wer würde am ehesten auf einer Schlagerparty so richtig abgehen? Ganz klar. Ja, okay. Geh ich mit. Rote Haare, Schlagerparty und ohne Social Media. Das ist genau sein Ding. Das ist Max Edition. Werdet ihr damit auch mal Bescheid hier im Trainingslager? Mit seiner Schlagermusik müsst ihr die hier auch ertragen. So, nicht unbedingt. Das passt am besten zu dem. Ja. Was ist dein Lieblingssong? Im Schlagerbereich. Atemlos ist das Beste. Meine Oma feiert das auch, deswegen immer beim Geburtstag immer alle am Mitsingen gewesen. Kann ich gut. Da sind sich alle sechs Jungböcke einig. Wer würde am ehesten Teil einer Reality-Show werden? Weiß ich jetzt nicht. Das ist schwer. Das ist hart. Können wir schon halten? Ich würde vielleicht Damien aussagen. Boah, ich weiß nicht. Damien da. Ele sagt Damien Downs und zweimal Emin Kujovic. Ja. Wieso die Wahl? Ich glaube, der Emin mag sowas, der wird da gerne mal mitmachen. Ich glaube, er ist dann gerne in der Öffentlichkeit, auf jeden Fall. Ich sag ich. Keine Ahnung, mal ausprobieren. Welches Format wäre das dann? Boah, bei mir und Maiko glaube ich Love Island. Damien weiß so mehr so über sein Leben sprechen. Bei Damien ist mehr so nicht so dieses Funny, sondern mehr so über sich selbst. Deswegen habe ich Damien genannt. Ich sage Maiko. Warum eure Entscheidungen? Maiko steht gerne im Rampenlicht, glaube ich, als Kapitän. Deswegen Maiko. Wer würde am ehesten in die Wildnis ziehen? Boah. Oder nee. Ja. Boah, das ist so viel. Nein, nee. Damien. Ich glaube, Damien. Ah, nein. Nein, nicht Damien. War das Elo oder war das Damien? Genau, Maiko gesagt. Maiko, was hast du zu der Wahl von den anderen beiden?
Ne, ich sehe mich da eigentlich nicht so, aber keine Ahnung, was du euch dabei gedacht hast. Michael kann das. Mir ist das gestern aufgefallen. Nein, vorgestern war das, ne? Wir sind mit dem Fahrrad vom Berg runtergefahren. Der Michael war schon so der Wildeste, so sein Gebiet. Der wusste genau, wie es geht. Ich glaube, Max, keine Ahnung. Ja, okay, doch, ich glaube, der wird das aushalten, so im Zelt überleben und so. Doch, ich gehe mit. Ja. Schon mal Erfahrungen gemacht in diese Richtung? Nein, aber also ich war viel zelten früher als Kind mit meinen Eltern. Aber jetzt nicht so Wildnis-Survival-Ding. Sowas nicht, nein. Vielleicht bei Seven vs. Wild nächstes Mal? Ungern, aber warum nicht, ne? Wer hätte am ehesten eine Tüte Snacks heimlich mit ins Trainingslager gebracht? Ganz klare Wahl, Damien. Safe, 100%. Ist das wenigstens einstimmig? Okay, gut. Jetzt geh mal durch dein Zimmer, guck mal, ob da was ist. Was liegt da so rum? Ist das Team Haribo, Team Chips? Boah, ich glaube eher sowas. Ich glaube so ein Sub. Ich glaube alles. Ich glaube auch alles. Wirklich. Ja. Ab und zu machen wir was Süßes, aber. Fit scheint er ja trotzdem zu sein, ne? Ja. Hält sich noch im Rahmen. Nee, so Haribos und sowas, ja. Süßigkeiten, sowas, ja. Wer würde am ehesten einen guten Job als Geheimagent machen? Geheimagent? Was glaubst du da? Ich, ja. Oh, ich weiß ganz genau. Nein, ich bin zu laut dafür. Ich glaube, ich würde mich selber nehmen. Nee. Nein. Emin ist zu laut dafür. Ja, deswegen. Doch, stimmt. Ja. Dreimal Maiko. Ja. Bisschen als Doppelagent hier im Trainingslager. Nee, aber ich kann mich auch bedeckt halten. Weil der ein kleiner Stalker ist. Der weiß alles, der bekommt alles raus. So im Internet, was abgeht. Deswegen er. Hat der Rest auch abgestimmt. Echt? Okay. Hätte auch Maxi sein können. Ja. Einer von den ruhigen. Nächste Frage, wer würde am ehesten gar nichts essen, bevor er selber kochen muss? Kenn ich euch zu. Boah. Kannst du kochen? Mankiewicz. Nee, leider gar nichts. Ich kann Fischstäbchen reinmachen in den Ofen. Ich kann mir Nudeln machen und das war's. Leider. Ja. Ich nehme mich selbst, Digga. Ja. Hätte ich auch gesagt. Schwer. Ele, kochst du nicht gerne? Also, die anderen, die wohnen ja schon, ich glaube alle von den anderen, die wohnen alle schon alleine zu Hause. Die haben keine andere, weil ich bin der Einzige, der in Köln wohnt, wohnt zu Hause. Deswegen muss ich nicht selber viel kochen. Deswegen, ich glaube, wenn ich die Umstellung jetzt von 0 auf 100 hätte, wäre schon problematisch bisher. Und letzte Frage. Wer würde sich am ehesten das Logo des 1. FC Köln tätowieren? Kommt wahrscheinlich ich, ja. Warum glaubst du? Nee, ich bin schon seit 19 Jahren Mitglied hier beim FC. Schon immer FC-Fan, schon als kleines Kind. Ja. Und dann, wo würdest du es hin tätowieren? Vielleicht auf die Wade, vielleicht auf die Brust. Ich auch. Elias. Elias spielt am längsten hier. Deswegen, seit der Kindheit an, müsste eigentlich ins Blut übergegangen sein. Wir lieben alle diesen Verein, aber er ganz besonders. Ja. Das ist echt. Seit der U8 spielt er hier, deswegen müsste er sich auch irgendwann das Logo tätowieren. Ja. Das war unser Video. Wer würde am ehesten Jungwirke-Edition? Ihr könnt sehr gerne liken, hier abonnieren und hier kommt ihr zum nächsten Video.